Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Starfield. Ich hoffe, es geht euch gut und wir gehen jetzt hier mal rein und ein bisschen helfen, würde ich sagen. Ich glaube, die haben hier arge Probleme. Da helfen wir doch glatt. Bin mir jetzt nicht sicher. Ach du Scheiße. Okay, der Feind wird hier schon drin sein. Safe. Das stinkt extrem. Sieht das schon so aus, dass die Gegner hier etwas länger waren. Aber wie asozial. Wie asozial kann man bitte sein, Forschungsstationen anzugreifen? Credits sind immer gut. Nehmen wir immer mit. Ich würde sagen, wir gehen erst oben lang. Dass wir von oben gleich nicht überrascht werden oder so. Darauf hätte ich gar keine Lust. Oh. Okay, hier wurde die Tür verbarrikadiert. Damit hier bloß keiner reinkommt. Warum auch immer. Türe ist verriegelt. Gut, die haben sich eingesperrt oben. Finde ich schon mal gut. Kann denen ja eigentlich schon mal nichts mehr passieren. Ich finde dich. Das mache ich nicht mit. Musst du nicht. Dich hat es sich auch erstmal erledigt. Ich hab was für euch. Tut mir leid, Leute. Aber gegen diese wunderschöne Waffe habt ihr aktuell keine Schnitte. Da bin ich auch froh darüber, dass ich endlich mal eine Waffe habe, womit ich mich wehren kann. Vernünftig wehren vor allem. Stell dich nicht so an. Wir müssen ja auch irgendwie an Geld kommen, ne? Epische Pistole, brauchen wir. Gucken wir mal an, ob die was Vernünftiges ist. Zumindest haben wir für die Waffe Munition, das heißt, sie ist schon gut für uns. Ich denke mal, eine epische ist immer besser als die andere Version einer Waffe. Gehen wir mal kurz hier rein, weil hier sind definitiv noch zwei Gegner gewesen. Aluminium. Nice. Ich meine, Aluminium können wir auch locker farmen gehen, ne? Schön viele Credits. Auch Türe verriegelt. Dazu benötigen wir tatsächlich... Ja, wir nehmen die Mikroskope mal mit. Vielleicht sind die wertvoll. Dazu müssen wir gleich mal schauen, wie und wo lang wir am besten gehen. Müssen wir jetzt hier lang? Ja. Hier ist noch eine Sicherheitstür. Hier geht es aber auch noch runter zur nächsten Sicherheitstüre. Da kommen wir auch durch. Das ist eine normale, die haben wir ja selber dabei. Oh, die Türe geht nicht. Gut, dann müssen wir ja runter. Schön, wenn man viele Sachen findet. Können wir gut gebrauchen, Sachen. Okay, hier geht's rein.
Sagen wir, sichern erst den unteren Bereich. Boah, beim Scheißen gestorben. Auch assi. Richtig ekelhaft. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts Besonderes. Ne. Okay, die haben sich im Stowage eingeschlossen. UC Marine. Die waren auch hier. Und sind hingerichtet, oder was? An die Seite, schnell! Jetzt kann's losgehen. Geh mal jetzt. Was war das? Meine Augen. Oh, die Pistole ist nice. Die ist wirklich gut. Sehr gut. Die haben sich auch die Waffen von der UC gekrallt, die Drecksäcke. Alles leere Verpackungen auch überall, finde ich gut. Muss ich traurig sein. Ist nur ein Abfallprodukt, das hier rumliegt. Hauptsache jeder zweite hat hier Credits. Finde ich gut. Uniform Sanitäter, okay. Vielleicht der Sanibraum Raum gewesen, sieht aber eher aus wie die Wäschekammer. Dann gehen wir mal in den Storage. Dann schauen wir mal nach, ob da unsere Freunde versteckt sind. Klopf, klopf. Hi. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet. Aber mir ist gerade alles recht. Ich bin froh, dass ich es rechtzeitig zu dir geschafft habe. Das bin ich auch. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO. Aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde... UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden. Die Zeiten ändern sich wirklich. Verstanden. Marines gut, Spacer böse. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Ich sorge für die Sicherheit der Krankenstation. Du bist der Hammer. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was. Das ist richtig. Trotzdem hast du dich in der Putzkammer versteckt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier hinten durchkommen. Kommen wir. Jetzt wird's los, Schatz! Du stirbst, ja. Okay, unser Arm. Ach, Scheiße.
Spacer? Der Spacer waren doch böse. Weiter so machen, bringen die sich selbst um. Finde ich gut. Ja, kurz nachladen. Komm, komm, komm. Da vorne krabbelt auch schon einer weg. Oder auch nicht. Er ist aufgestanden. Nicht schlecht. Sehr schön. Den haben wir auch. Was mit dem Typen hier hinter ist. Direkt erschießen, Sache erledigt. Das war dein letzter Fehler. Sehr gut, haben wir. Mann, Mann, Mann. Die haben alle abgemetzelt, die Drecksäcke, ne? Nehmen wir die Familienspiele mal mit. Viele Dietriche. Und viele Credits kriegen wir hier, das ist gut. Die sind voll die Geier. Gut. Hi. Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich. Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Ah, oh, okay. Private Mahoney schickt mich. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was sehe ich auch so. Macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Von welchen Anwendungen reden wir hier? Industrielle? Oder das Verständnis über seine Ausbreitung? Wir arbeiten nur an nicht-militärischen Anwendungen. Ist Teil unserer Charta. Ja, ich glaube, den Spacern ist egal. Sie versuchen, das ganze System zu übernehmen. Schon seit Monaten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Okay, geh zu super. Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Denkst du, er ist ein Spacer? Er hat sie doch erledigt. Die gehen davon aus, dass ich ein Spacer bin. Du trägst so viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ja, ich merk's. Ich bin wieder zu schwer. Ich steck aber auch alles ein, ne? Alles. Gnadenlos. Ja gut, die Mikroskope müssen nicht sein, ne? Hast du kurz Zeit? Ich würde gern mit dir reden. Jetzt? Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte sich anfühlen, als würdest du durch die ganze Galaxie gezerrt werden? Tja, ja. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Also habe ich in unserem Archiv alte Constellation-Tagebücher durchstöbert. Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Ich möchte gleich darüber sprechen. Selbstverständlich. Wir haben einen Notfall, ne?
Komm raus da. Aua. Was für Drecksäcke. Habe ich hier noch irgendeinen schönen Hinterhalt hinter mir? Nein, sehr gut. Granate. Komm! Ruhe jetzt! Nimm keinen kurz Zeit. Ich würde gern mit dir reden. Jetzt? Ja? Gerade? Nein! Wir sind doch in der Mission! Tut mir so leid, dass ich euer ganzes Geld mitnehme. Aber. Ich muss. Ich muss auch von irgendwas leben. Bezahlt werde ich hier bestimmt nicht. Von daher. Tut's mir sehr leid. Bin ja ehrlich, ne? Ah, cool. Ein Level Up in der Tragkapazität erreicht. Nice. Okay, hier ist auch keiner mehr. Das heißt, die haben wir alle erledigt. Gehen wir in die nächste Etage. Warum nicht? Die Augen auf. Du bist tot. Ich sehe nichts. Warum treffe ich den da nicht? Aha. Sehr schön. Lass ihn nicht entkommen. Läuft denn einer weg? Sind sie denn hin? Haben die sich jetzt echt verdrückt? Mal. Müssen doch Gegner sein. Oh. Wollten sich wirklich verpissen, ne? Okay, hier sind noch ein paar Leute drin. Was für Drecksäcke. Da wollten die doch wirklich abhauen. Hätte ich nicht gedacht. Im Leben hätte ich das nicht gedacht. Aber sie wollten. Wir haben so viele verloren. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, wir beide sind alleine. Heilige Scheiße. Das war alles euer Werk? Ja. Das war doch nichts. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen.
Sie ist was Besonderes. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Klingt gut. Bist du dabei? Wir können... Klar. Dann ziehen wir es durch. Hier ist der Schlüssel. Du gehst vor... Ich fasse es nicht. Auf geht's. Das wird ja wohl dann unten sein, wo wir eben nicht reinkamen. Schön in den Kopf rein. Hä?